herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage. Dieses Mal aus dem Kesselhaus in Lauenau und unser Gast ist Max Prosa. Die grünen Sternaugen, Zauberküsse im Orkan. Sie ruft, bitte vergiss mich nicht. Bist du diesseits oder jenseits von hier? Auf dieser Seite denkt man leicht, das wäre das Paradies. Satte Farben an den Wänden, wir spüren das Leben, wie es fließt. Und gesunde Gesichter, die lachen, wenn sie etwas erzählen. In der Zukunft, die wir malen, wird es kein Mann was fehlen. Doch so fantastisch es auch sein, viele, die unter uns waren, zog es irgendwann nach drüben, bis wir sie gar nicht mehr sahen. Auf der Suche nach Versprechen, nach irgendeinem geordneten Glück, führen die meisten Wege rüber und kein einziger zurück. Irisches Original. Das fand ich ganz lustig, da gibt es so eine Geschichte. Also einmal hast du ja in Irland Straßenmusik gemacht. Genau. Und dann habe ich Bob Dylan Songs gespielt, so habe ich Mundharmonika spielen gelernt. Ne, und dann kamen die deutschen Touristen und haben immer gesagt, das ist, schau mal, das ist so ein irisches Original. Und ich habe Hey Mr. Taffyman weitergesungen und habe in mich reingelacht. Ja, und sie in dem Glauben gelassen. Ja, hast du aber noch eine andere Verbindung mit Irland? Weil der Film, letztes Jahr kam ja auch dieser Film, diese Doku über dich raus. Ja, also Irland war der Ort, wo ich mich dazu entschieden habe, Musik zu machen. Ich habe Physik studiert, ne, und bin dann auf Reisen gegangen und habe angefangen, auf den Straßen zu spielen. Und dort hatte das so Raum, dass mir klar werden konnte, dass das was ist, was mich nicht verlässt. Ja. Gedichtabonnenten. Ja, die habe ich. Also 250 sind das oder so. Ich kenne die meisten nicht, die bekommen einfach einmal im Monat einen Brief von mir. Einen richtigen Brief? Ja, ist ein richtiger Brief. Ja. Wir machen das nur noch per Brief. Ach krass. Manche melden sich ab und an, die meisten melden sich nie. Das wird einfach da rausgeschickt. Und ich schreibe die in den Monat. Manchmal jagt mich das, weil der Monat dann zu schnell rumgeht und ich noch kein Gedicht habe. Aber ich habe dem Gedicht aber dieses Buch zu verdanken, weil ich halt immer Gedichte schreiben muss, um das irgendwie am Laufen zu halten. Ich habe auch in dem letzten Musikvideo, glaube ich, mit der Schreibmaschine, war das letzte Musikvideo? Ich weiß nicht. Da habe ich halt die Schreibmaschine gesehen. Ist das auch so, du schreibst alles auf der Schreibmaschine oder ist das, hat das nicht alles, aber vieles, ne? Vieles. Ist das die Originalschreibmaschine von dir? Ja, also ich schreibe nicht alle 250 Seiten. Ich schreibe manchmal darauf, ja, weil diese Haptik davon irgendwie mir gefällt oder es ist so ein bestimmtes Gefühl. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss jetzt auf der Schreibmaschine schreiben. Aber glaube. Moment, ich muss es erst finden. Ich weiß, es gibt diese Dinger, die man sich da rein... In dem Moment, als ich an sie dachte, hat sie mir geschrieben. Ich bin nicht abergläubig. Ich sage nur, in dem Moment, als ich an sie dachte, hat sie mir geschrieben. In dem Moment, als er starb, fiel sein Bild hinunter. Ich glaube eigentlich nicht an sowas. Ich sage nur, in dem Moment, als er starb, fiel sein Bild hinunter. Ob ich an das Hufeisen glaube, das über meiner Tür hängt? Natürlich nicht. Aber es soll auch helfen, wenn man nicht dran glaubt. Falls ihr euch das irgendwie fragt, ihr müsst nicht klatschen bei Gedichten, das ist irgendwie so. Das ist so, das ist nicht das richtige Medium dafür, ja. Also ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Aber ich will mich dann nicht kritisiert, macht das einfach so wie. An die Stille. Hey Stille, du eigenartiges Ding. Ich werde einfach nicht schlau aus dir. Manchmal badest du mich sanft. Manchmal lässt du mich auflaufen, brüllst mich an. Du meinst natürlich, das hätte mit mir zu tun. Mach es dir nicht so einfach, Stille. Bitte verschwinde nicht immer, wenn ich mit dir rede. Oder
wenn meine Freunde zugegen sind. Und bitte verfolge mich nicht, stille, wenn ich einmal alleine sein will und deine Anwesenheit wirklich nicht gebrauchen kann. Ich habe gezogen, ob Lieder oder Gedichte. Und das kommt von einem Zitat von dir, wo du sagst, du schreibst so viel, dass du am Anfang gar nicht weißt, ob es jetzt ein Gedicht wird oder ein Lied. Und dann frage ich mich, wann ist der Punkt, wo du merkst, okay, das ist eher ein Lied oder wie kommt es dann? Hast du da eine Melodie im Kopf? Oder? Manchmal das, manchmal, also aber öfters ist es so, dass das sind einfach zwei verschiedene Formen. Ne? So ein Lied hat meistens einen Refrain und beleuchtet eine Sache von verschiedenen Gesichtspunkten. Beim Gedicht ist es meistens ein Ausschnitt aus einem Ding, das man beleuchtet. Manche Sachen, manche Gedanken eignen sich mehr für das, manche eignen sich mehr dafür, dass man immer wieder darauf zurückkommt. Ne? Und das ist meistens der ausschlaggebende Punkt, ob das ein Lied wird oder ein Gedicht. Wozu, wozu, wozu? Genau. Das spielt auf das Lied an, nehme ich an. Genau, was auf deiner aktuellen CD auch genau drauf ist, Heimkehr. Ja, das habe ich zusammen mit Dota gesungen und den Text geschrieben. Wir sind nämlich immer mal zusammen unterwegs, schreiben. Da macht eigentlich jeder seins, aber irgendwann hatten wir mal was zusammen gemacht und haben das auch dann direkt wieder vergessen und erst Jahre später irgendwie wieder hervorgekramt. Und dann haben wir so ein kleines Video davon gemacht, wie wir im Boot fahren und sie hatte so die Kamera gehalten. Und dann haben voll viele Leute geschrieben, oh, was ist das für ein Lied? Und dann plötzlich war klar, es muss irgendwie den Schritt nach draußen machen, dieses Lied. Und jetzt ist es auf der CD, genau. Letztes Jahr kam erst eine CD raus. Es ist jetzt ja schon quasi ja, die zweite CD innerhalb von einem Jahr, kann man schon fast sagen. War da noch so viel Material über oder warum gibt es die CD noch? Ich habe ja davor 4 Jahre kein Album gemacht eigentlich und da ist natürlich, ich habe aber trotzdem geschrieben und da ist unheimlich viel Material entstanden und es gibt auch noch unheimlich viel Material und ich muss jetzt mal sehen, wie ich das in den kommenden Jahren irgendwie verwerte, ne? Und das war jetzt der erste Schritt, so eine CD zu machen, die ich selber machen konnte in meinem Wohnzimmer und gleichzeitig zu dem Buch, ja. Ich finde auch richtig schön, also wenn man darauf achtet, ne, ist dieselbe Foto, ja. Foto-Session und der eine guckt nach links und der andere guckt nach rechts. Genau. Ist das gewollt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Ritual gezogen, mal nebenbei gesagt. Du hast viele, du magst Rituale. Du hast viele Rituale. Alles, was man wiederholt und kann ein Ritual sein. Silvester ist, wenn du so willst, ein Ritual. Ne? So. Und plötzlich machen alle das Gleiche letztendlich. Ne? Oder man kann das auch irgendwie natürlich für sich machen, aber das sind halt so Anknüpfungspunkt, weil sonst verfliegt die Zeit. Schlafen ist ein Ritual, wenn du so willst. Ne? Sonst verfliegt die Zeit einfach so vor sich hin und durch sowas Wiederkehrendes. So man trifft sich einmal im Jahr wieder. Alle sind ein Jahr älter geworden, alle haben was zu erzählen. So. Aber hast du ein Ritual, wenn du jetzt alleine solo auf Tour bist? Für dich? Ja, eine Weißweinschorle. Okay. Und ich habe immer gewusst, ich komm nie mehr zurück. Hab gewusst, wo ich hinkomm, da wartet dich einfach das Glück. Aber ich tu, was ich kann, und ich gebe niemals auf. Das hab ich gelernt. Oh, das hab ich gelernt. Das ist das Buch Lyrik, Lieder und Erzählungen von Max Prosa. Warum steht eigentlich, im Stillen. Ja, das ist der Titel. Und hier sind Gedichte und aber auch Kurzgeschichten drin. Mhm. Schreibst du noch irgendwas anderes außer Gedichte und Kurzgeschichten? Jetzt gerade schreibe ich ein Theaterstück. Ah, okay. Das kommt am 9.8. ist die Uraufführung. Das ist aber auch schon zu Teilen da drin, dass das in der Mitte ist. Das okay. Für diese Form, die wir jetzt gefunden haben. Eigentlich reizen mich diese ganzen Schreibdisziplinen und ich, gehe einfach so. Das wird dann auch aufgeführt in Berlin? Ja, nee, nicht in Berlin, sondern beim Theater Natur Festival. Okay, aber du inszenierst es dann nicht selber, du schreibst es? Doch, also wir machen das so im kleinen Team, ne, in so einem Dreierteam mit Lucian, mit dem ich dieses Buch gemacht habe, der hat die Grafiken gemacht. Und Sascha Stieler, dem Pianisten, der wird das musikalisch begleiten. Was nützen freie Getränke in schlechter Gesellschaft? Oder der weltbeste Käse, wenn man sich nur über das Wetter unterhält. Die Leute, die nichts von sich preisgeben, wollen auch nichts von mir sehen.
So geben wir Rauchzeichen von Burg zu Burg und sagen, oh, ah, schöner Rauch. Holz brennt viel besser, wenn es trocken ist. Und man sollte es im Sommer kaufen, wenn die Nachfrage gering ist und dergleichen. Ich bin so müde davon. Kommt in meine Burg, dann bestaune ich eure oder umgekehrt. Wenn wir dann noch den weltbesten Käse haben, umso besser. Max Prosa ist noch auf Tour, deswegen checkt noch die Tourdaten aus und ihr könnt dieses Mal auch wieder was gewinnen, denn wir verlosen einmal sein neues Album Heimkehr. Ihr müsst dazu nur diesen Clip teilen und mit Max Prosa und CD kommentieren und dann verlosen wir einmal das Album unter allen Leuten, die dieses Video geteilt haben. Super. Da hätte ich mal gucken. Egal. Danke.